Ja, einen wunderschönen guten Abend. Liebe Gäste, die Feuerwehr von Schwarzenbach hat heute den Auftakt zum traditionellen Feuerwehrfest mit einem gemütlichen Brauchtum organisiert und wird dann ein bisschen Gstanzl singen heute. Werden da einiges über den Brauch Gstanzl singen erfahren. Wir haben da ganz hochkarätige wissenschaftliche Geschichten dazu und natürlich auch Informationen. Der Herr Professor Bernhard Gamsjäger wird da ein paar interessante Details über das Gstanzlsingen dann uns bringen. Und ihr habt auch die Gelegenheit, könnt heute frei mitsingen. Wir machen sogar einen kleinen Wettbewerb draus. Und vielleicht wollen wir mal nur ein bisschen zum Einstimmen einmal ein paar probieren. Nur ungefähr, wie sich das anspielen sollte heute. Wir haben ja auch schon sehr viele Jäger heute dabei und vor allem den Herrn Nationalratsabgeordneten Johann Höfinger. Und da gibt es gleich ein kräftiges Weidmannsheil allen Jägern. Er ist ja immer bei den Alphornbläsern, bei den Jagdhornbläsern ganz richtig dabei, aber auch Alphorn, weil da gibt es ja mit dem Van Gruber Heinrich eigene Alphörner, was nur in Schwarzenbach gemacht werden. Und da hat auch der Johann Höfinger schon gespielt drauf. Ja, und wollen wir vielleicht einmal ein paar Gstanzl probieren? Den Musikanten möchte ich vorstellen, das ist der Lukas aus Hofstetten. Donner Lukas, er ist 26 Jahre alt, ist noch nicht vergeben, also er ist, so wie es beim Gstanzlsingen oft ist, wenn man die Gstanzl verbindet mit Fenstern gehen oder Junggesellen, da passt er noch richtig gut rein, der Lukas Donner. Ja, und im Detail werden wir natürlich, ja, gibt es einen Applaus für Lukas. Und wir kennen natürlich mehrere Formen der Gstanzl. Es gibt die bayerischen Gstanzl, es gibt die Salzburger Gstanzl, wo Post wird, oder die Innviertler Gstanzl, Oldausseer Gstanzl, der steirische Brauch und. Und wir werden nehmen heute Hollo da Ridio, Hollo da Ro, Hollo da Ridio, wo sagst denn du? Ja, 1, 2, 3, 4, wir trinken eine Runde Bier. Aber 4, 3, 2, 1, der Hagner Gerhard mag keins. Hollo, da red ja, hollo, da ro. Hollo, da red ja, was sagst denn du? Hollo, da red ja, hollo, da ro. Hollo, da red ja, was sagst denn du? An Jägerfenstern Wirtshaus, an Jägerfenstern Wald, an Jägerfenstern kein Doktor, der wird für selber mau alt. Hollo, da red ja, hollo, da ro. Hollo, da red ja, was sagst denn du? Hollo, da red ja, hollo, da ro. Hollo, da red ja, was sagst denn du? Ja, danke, lieber Pult. Ich möchte natürlich seitens der Freiwilligen Feuerwehr von Schwarzenbach euch alle recht herzlich begrüßen zu unserem traditionellen 3-Tages-Feuerwehrfest in Schwarzenbach. Wir haben immer, muss ich sagen, ein Fest gehabt, das war so ein Hammerfest, wo wir am Freitag da draußen am Spurplatz Bewerbe gehabt haben. Wir haben genau gewusst, dass es heute regnet. Ich habe vor Monaten mit dem Wetterstudio mit alle Damen, habe ich dort, weil da habe ich einen guten Bezug zu den Damen, habe ich geredet und die haben gesagt, heute regnet es bei euch da. Und die Bewerbsgruppen haben nächste Woche alle einen Landesbewerb. Also habe ich gesagt, morgen ist schön auf die Nacht, dann muss ich das verschirmen und ich mache heute einen Gstanzlsinger. Warum sind wir das gekommen auf den Gstanzlsinger? Die Buben, die Jungen in der Feuerwehr haben zu mir gesagt, wir müssen am Freitag einmal was machen. Sag ich, ja, dann denkt es nach. Ja, haben sie gesagt, du, wir machen ein Red Bull Gstanzlsingen. Ja, sag ich, ja, na, dann machen wir. Nicht? Da gibt es ein Handy, da kannst du nachschauen, Google weiß alles, YouTube.
Red Bull Gstaadl singen, sage ich nein. Das machen wir nicht. Punkt 1, das können wir sich nicht leisten. Und Punkt 2, das funktioniert nicht in Schwarzenburg. Wir machen auch Gstaadl singen, das war's fürs Volk. Ich fange vielleicht an, ich bin ja kein Sänger, nicht alle Schwarzmacher wissen, ich bin ja wahrscheinlich kein so ein schlechter Feuerwehrkommandant, aber ein Sänger mit der Sangeskunst habe ich einmal überhaupt nicht. Aber trotzdem fange ich an und dann hoffe ich, dass ein paar noch dazukommen und dann schauen wir sich das Ganze an. Und jetzt da bitte, das Fest werden wir dann ein bisschen später so richtig offiziell eröffnen, wenn die ganzen Ehrengäste herum sind. Ich bitte mal ein bald, dass einmal die Jury, die strenge Jury, dass er es einmal aufholt und dann singst mir du eins vor und ich sing dann vielleicht auch eins. Andreas Ganos, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Schwarzenbach. Und er wird dann der erste sein, der uns ins Gstaadlsingen anfängt. Die Jury bitten wir jetzt zu uns heraus und den von der Jury muss man fast sagen, den höchstrangigen, das ist unser Nationalratsabgeordneter, Herr Johann Höfinger. Und wir bitten ihn mit einem Riesenapplaus auf die Bühne. Und ich glaube, da gibt es natürlich auch gleich Grußworte von Herrn Johann Höfinger. Nur nicht zu lang, einen wunderschönen Abend darf ich wünschen. Vielen herzlichen Dank für die Einladung und die gute Idee. Und ich denke, wir alle freuen uns schon, wenn es dann losgeht. Einen gemütlichen Abend wünsche ich. Vielen Dank. Dann haben wir in der Jury unseren Herrn Professor Bernhard Gamsäger, Dr. Bernhard Gamsäger, und wir bitten ihn zu uns heraus und er wird uns, da gibt es einen riesen Applaus für den Bernhard Gamsäger. Er hat ja seit 50 Jahren, hat er da einiges wissenschaftlich, kulturell und auch in der Chronik da in der ganzen Region nachgeforscht. Und ich glaube, er wird uns dabei Eindrücke vom Brauch, vom Gstaadlsingen, von den Hochzeiten vielleicht jetzt ganz kurz ein bisschen näher bringen. Ja, gerne. Also das hat, wie ein junger Bub war, der Vater war Heiratsmann und oft war ich bei der Oma daheim. Und da hat die Oma immer gesagt, am Vormittag, jetzt wird er schon singen, der Franzl. Und dann hat er schon Gstaadl gesungen. Und dann hat es aber gleich das, was die Musik nachgespielt, auch dazu gesungen. Also zum Beispiel so, aber grüß den Gott, ist ein scheiß Wort, aber es führt den Gott, das hört man hart. Da, 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 da. Oder wenn es ein lustiges Gstaadl war, zum Beispiel, jetzt lassen wir das Brautpaar dreimal hochleben, aber auch nicht vergessen, wenn wir uns selber daneben. Ra-da-da-da, ra-da-da, schum, tra-da, da-da-da-dum, tra-da, da-da-da-dum, tra-da, und so weiter. Oder wenn es natürlich was Feierliches war, Abschied der Braut vom Elternhaus, da kommt halt eine ganz andere Melodie, zum Beispiel auf das Gstaadlslaufe. Und wenn ich von dir so geh, mein liebes Futternhaus, und da weiß ich, das Dirndl in, das ist halt hier zu Haus. Da, 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 schum, da, da, und so weiter und so fort. Tut's das, Herr Wusselbult? Und dann gibt's eins, möchte ich auch noch sagen, dass natürlich der Heiratsmann oft angesungen wird, von meinen anderen auch. Und da muss man dann oft was drauf wissen, aber zu dem kommen wir vielleicht später dann nochmal, gell? Danke, Herr Dr. Bernhard Gamsäger, auch er heute in der Jury. Dann haben wir in der Jury unseren Tourismusmanager der Region Bilachtal, Dirndltal, Gerhard Hackner.
Ja, ich möchte einmal der Feuerwehr Schwarzenbruch herzlich gratulieren, die was jedes Jahr auch heuer wieder so ein ganz großartiges Feuerfest auf die Feuerwehrfest auf die Bühne stellt, auf die Füße stellt sozusagen. Und ich wünsche dem heutigen Stanzelsänger viel Gaudi, viel Erfolg. Und die Besucher natürlich, hoffe ich, dass da mit dann auf die Bühne kommen und ein paar Stanzler singen. Alles Gute und schöne Stunden an dem Wochenende bei der Feuerwehr Schwarzenbruch und beim Andi hier in Schwarzenbruch. Danke. Gerhard Hackner. Und dann haben wir in der Jury eine Dame und sie ist zweifache Partnerin bei der Feuerwehr in Patin natürlich, in Brunnwiesen und in Schwarzenbach, Frau Elfriede Höfler. Herzlich willkommen. Ich möchte mich bei Andreas bedanken, dass ich eingeladen worden bin. Ich habe da wieder ein Kuvert mitgebracht, das gebe ich dann später. Ich möchte euch für das Fest dieses Wochenende alles Gute wünschen. Ich hoffe, ein besseres Wetter morgen und übermorgen. Und ich freue mich immer wieder, wenn ich eingeladen werde. Danke. Danke, Elfriede. Ich muss noch was sagen. Ich habe die Elfriede angerufen und habe gesagt, du Elfriede, wir machen einen Stanzelsänger. Und ich weiß, wer bei ihr sehr viel ein- und ausgeht, und zwar das ist die Michaela Dorfmeister. Und die Elfriede muss heute aufnehmen. Ich bin der Notnigel, sag schön. Nein. Und da habe ich die zwei Damen eingeladen. Und die Frau Dorfmeister hat gesagt, die hat heute eine Fanwanderung, aber du musst dir das dann alles schicken, weil das ist die zweifache Aufgabe. Und wenn wir das wieder machen, hat sie gesagt, sie wird vorbeikommen, natürlich mit dir in der Jury. Sehr gut, passt das. Elfriede Höfler, Transportunternehmerin und jetzt in der Jury. Also die Jury, vier Wärter mit natürlich einer Dame dabei und die werden dann mitentscheiden, wie gut ist das Gestanzler gesungen, wie gut ist der Text dazu und wie das Publikum auch reagiert und wie gesagt, es ist der Gesamteindruck, der was natürlich heute da irgendwie mitentscheidet, wann ein Gestanzel besonders gut wird. Und wir haben noch in der Jury den Herrn Bürgermeister aus Schwarzenbach, Ernst Kulowitz. Vier Herren und eine Dame. Und auch die Grußworte von Herrn Bürgermeister bitten wir. Danke. Ja, liebe Gäste aus nah und fern, ich sage herzlich Grüß Gott. Freue mich über den zahlreichen Besuch, gratuliere unserer Feuerwehr zu dieser neuen Idee und wünsche Ihnen gute Unterhaltung und viel Spaß. Danke. So, der Bürgermeister nimmt auch Platz. So, bitte. Jetzt gehen wir es an. Ich muss noch was sagen. Ich habe alles schon gemacht, wirklich in meinem Leben. Bin vor sämtliche Feuerwehrfunktionäre gestanden und. Bewerbe gemacht, auch mit meiner Firma und. Aber mir ist noch nie so die Muffen gegangen wie heute. Ohne Schwede. Mir geht die Muffen, ich weiß gar nicht mehr, was ich da sehe. Sing mal, du fängst an und ich schaue, wie ich was zusammenbringe. Okay? Ihr dürft immer mitsingen. Hollo da Ritio, hollo da Ro. Hollo da Ritio, was sagst denn du? Wir nehmen so wie zwei und jetzt alle. Hollo da Ritio, hollo da Ro. Hollo da ro, hollo da ritio, was ich möchte den ersten Gestanzelsänger vorstellen, das fällt mir nicht schwer. Es ist der Ganas Andi und der große Pappen hat er auch. Seid herzlich willkommen, willkommen seid ihr. Wir wünschen euch ein schönes Fest in Schwarzenbruch hier.
Bei uns da in Schwarzenburg fängt das Dirndl da an. Ein wunderschönes Platzl, das könnt's mir da glauben. So, meine Damen und Herren, ich habe ja nur zwei Gestanzl. Ich brauche halt eine Verstärkung seitens der Feuerwehr. Der Stupfen haben's da von den Jäger hinten, von der Jagdleiter schlägt auch schon schön. Die Hertha. Helmut, komm her, hilf mir. Bald hast du ein Gestanzl für uns zwei? Schauen wir dann. Helmut, willst du ein Gestanzl von mir haben oder von Bald? Nein, gescheiter von Bald. Ich soll da. Nein, warte mal, warte. Ich hab ihn schon mit Zählen. Die Feuerwehr löscht Brände, die Rettung, die hilft, die Politiker machen Schulden und zahlen können sie mir. Ja, liebe Fiskist, Gorsche Bitt, tat's bei uns ein Stanzelsinger, recht zu euch mit. Bei der Feuerwehr hast du alle mehr Schlauch, daheim beim Kommandanten, sagt der Kommandantin das auch. In Schwarzenbruch, da ist heut was los. Bei uns ein Gestanzelsinger, ja, das ist ja famos. So, ich bitte die Jury, das waren jetzt die Probegestanzel natürlich. Jetzt machen wir es ernst. Der Helmut, du tust da mit, ich bin außer der Wertung, bitte. Jury, ich bin außer der Wertung. Ich möchte gerne den Jagdleiter mal hören. Nein, bleib da bei mir, du hast ja noch ein paar Gestanzel. Unser Jagdleiter von Schwarzenbach hat auch ein paar Gestanzel. So, wer zeigt nur auf, was ist mit dem Hegering-Leiter? Der hat immer, der weiß auch immer was. Komm außer. Der traut sich nicht. Nein. Ja, traut sich auch, schau. Dann holen wir es gleich außer, dann frage ich mit der Frau Altvizebürgermeister, Kulturreferentin Hertha Gruber mit ihren lieben Göttergattin Florian Kim außer. Du hast auch Gestanzl parat, das weiß ich. Nein, ja, wir machen einmal so eine Runde zum Einsteigen. Was ist mit dem Windhoek, Hermann? Hermann überlegt. Hermann, komm raus, du hast Zeit zum Überlegen. So, Pult, du kennst den Haufen. Haben wir noch einen da drin sitzen? Ich glaube, da sitzen schon ein paar Musiker. Der Lackinger Flo ist mir auch wo untergekommen. Ist das ein anderer? Ist das Zera, kann der auch was? Zera, Luki, kannst du auch gestanzeln? Nein, er kann keins. Bald, schau du einmal und dann fangst du an und dann schauen wir mal, nicht? Ja, wir haben dann schon den ersten Durchgang und wie wollen wir es machen? Wie viel wollt ihr jeder Sänger? Zwei oder eins? Drei, vier? Ja? Also, ein, zwei Gestanzel oder vier, fünf, es ist jeder frei, darf er das entscheiden. Und die Jury wird da zuhören und dann kriegt jeder eine Wertung. Und
wer die Besseren sind. Die steigen dann auf in ein Finale und da haben wir dann die zweite Runde, das ist dann das Finale. Und wie gesagt, wir werden denen einen starken Applaus geben. Ja, da haben wir den Herrn Kaiser. Ein Kändler. Kändler. Sepp, gell? Wer noch mitmachen will, kommt raus. Wir freuen uns natürlich über alle, was jetzt. Die Frau Monika Soher aus, von wo kommt die Dame? Aus St. Pölten. Ja, wir haben glaube ich sogar ein paar Kinder dabei, die was sie trauen. Ja. Marina, glaube ich, mag auch was singen. Und Evelyn. Nein, wir singen nur ein paar Gstanzeln. Ich mache nur zwei Gstanzeln, dann höre ich auf, dann lasse ich das deinen besseren Leuten über. Wie gesagt, das habt ihr schon gehört. Ich kann nicht singen, es ist so. Luki, du musst mehr spielen, weil der Poltrick mal wieder dazwischen. Ein Gstanzl von unserer Gemeinde, passt auf. Wir haben ein Problem in unserer Gemeinde. Die Kirche ist zu groß und die Wirtshäuser zu klein. Und jetzt hab ich's heute gesungen, meine Schuldigkeit da. Und jetzt möchte ich hören, was die anderen da tun. Der Sonnleitanz ist der nächste. Oh, Wende, ich sage, du tust mir was an. Du weißt ganz genau, dass ich singen nicht kann. Ich bin furchtbar nervös, ich hole mich in den Hirn. Ob jetzt stehe ich schon da, jetzt muss ich es probieren. Unseren Feuerwehr hat man, den haben alle recht gern. Und ich glaube, ich tue bei der nächsten Wahl Bürgermeister werden. Unser jetziger Herr Bürgermeister, der setzt sich für alles furchtbar ein. Aber sie ist voraus auch ganz streng, das tut sie letzte Periode sein. Jetzt haben wir da den Kanal, jetzt können wir sie bräuen. Jetzt müssen wir für jeden Pforzer auch schon was zahlen. Die drei vielen Arbeiter haben gearbeitet brav und recht schön. Aber wenn sie jetzt so viel, wird er unser Koordinator auch gehen.
Ich bin der Jäger Max, mein Hund ist ein Genie, weil alle Leute sagen, der Hund ist gescheiter wie ich. Ein wenig was zum Schießen, ein Pulver, ein Blei und ein wenig ein Schnee hat er jede Jäger dabei. Willst ein guter Jäger sein, muss gut schießen können, weil beim Dirndl im Bett ist ein Pixen versteht. Die Förster Liesl und der Jäger Sepp, die zwei sind ja ganz nett. Das Jägerwort am Hochstand und Liesl im Bett. Da Treiber treibt Hüders im Fuchs und in Hof, wenn der Jäger ein Bich hat, schießt er auch manchmal ins Groß. So, jetzt hätten wir weiter. Jetzt steht er durch. Der Jäger und der Treiber gingen in den Wald hinein. Der Jäger hat geschossen, der Treiber kam nicht mehr heim. Ein Dirndl zum Liam und ein Jogd und zum Jom, ein Pixen zum Schießen muss der Jägers Blut holen. Ich hab ein Pixen zum Schießen, ich geh ganz gern Jom. Aber ein Dirndl zum Liam, du bist schon lang nicht mehr heim. Unser Nationalrat Höfinger tut auch da sein und wir lohnen uns unserer Hansenjagd wieder recht herzlich ein. Und die Dorli Draxler, die müssen da sein, wird die müssen bei unserer Jagd ja durch drei mitgehen. Und du willst auch Jägerin sein, dann brauchst du keine Frau, da soll ich sie irgendwie nehmen und mitgehen mit uns ja. Unser Landeshauptfrau stellvertretend der Herr Bernd Kopf. Und unser Landesjägermeister, der Herr Brühl,
Die zwei konnten auch mitgehen, wenn's Zeit haben und will. So, jetzt hab ich's ein bisschen gesungen, jetzt los ist wieder geil. Das fordert einen anderen bestimmt auch irgendwo sein. Stupan Hans, der Sonnleit Hans, der Kandidat Nummer 2 wurde es, Ganas Andi, er war der Erste, der Stupan Hans der Zweite. Und die dritte Gstanzlsängerin ist die Frau Kulturobfrau, die Hertha Gruber. Und wir sagen Bühne frei für die Hertha Gruber. Die, was singen, das ist heute Freit. Ja, du kannst schon die sanktwirtliche Leid. Wir singen für Lierl und ich hab ja Rabbit. Denkt's noch und singt's ja alle gleich mit. Nur los und singen, das ist ja nicht schön. Das tut den Wasserbult ja gar nicht recht frein. Singe, ja, singe, dann bleibt's lieb mal frei. Auf der Welt, wenn dann's finden, mehr Frieden eh leid. Wer eine Nacht ohne Stern und ein Lieb ohne gern. Wir schlafen nicht dran, kein Bier auf die Bahn. Das Geschäft, ja, die Sitze, das soll da so sein. Der Feiberhäuptling, der Andreas, der tut sich ja frein. Ja, unser Jury, die machen das gut. Ein Nachtel Wein haben's gesagt, da der sicher schon gut. Erst ein Liedl, wo singen geht, schwingt zu wie und los. Wer der Freude will bringen und das Herz liegt bloß. Jetzt hab ich viel gesungen und jetzt hör ich halt auf. Jetzt möchte ich gern wissen, was der Herbert war's drauf.
Die Kulturreferentin, die Hertha Gruber, ja, hat natürlich als Sängerin wieder eine andere Melodieform. Und das ist ja das Interessante beim Gstanzlsinger. Vielleicht, viele werden es auch nicht wissen, vom Brauchtum her hat man früher oft, wenn sie einen richtig gekriegt haben, wenn sie gestritten haben, in der Familie, in der Nachbarschaft, dann hat man sie nichts mehr zu sagen gehabt. Und da war die Möglichkeit, ein Gstanzlsinger, das hat natürlich auch ein bisschen deftiger sein dürfen, und da hat man nicht beleidigt sein dürfen, aber da hat man wieder alles rausreden oder raussingen dürfen. Und so ist auch das Gstanzlsinger alle natürlich interessanter geworden. Und da sind natürlich auch die, aber die Reimform, das war mir wichtig. Und wenn man gerade in Willi bei der Schau kommt, hätte ich für den Willi auch was, da gibt es natürlich auch alle die Stegreifgstanzl. Ja, die Tür geht auf, ein Bauch schaut rein, das kann ja nur der Kirchner Willi sein. Hallo, der Richter. Der Willi kriegt einen Applaus. Ja. Der Nächste, der jetzt für euch singt, das ist der Jagd-Hegering-Leiter, der Herbert Gansch, und mit Applaus begrüßen wir ihn jetzt als Kandidat Nummer 4, Herbert Gansch. Ich mache meine Gestanzung in Kurzform. Meine Schwiegermutter halt Händel, meine Schwiegermutter halt Kier. Meine Schwiegermutter halt alles, aber die Pappen halt nie. Mein Bruder schaut's Dirndl, ich hab die so gern. Ich tat gern wegen dein Bruder nur ein Scheißhäusl werden. Und jetzt hat einer gesungen und das hat sich nicht gereimt. Und dann gehört halt die Stand so am Arsch auf viel geschmiert. Herbert Gansch! Ja, und der Kandidat Nummer 5, der Florian Gruber. Ja, und vom Wald komme ich raus, und den Wald bin ich gern. Aber zum Moositler werden hab ich mit Menschen viel zu gern. Ja, und vom Wald komme ich raus, den Wald gehör ich zu. Und ich bin's im Wald Wassel, sei lustiger Bub. Ich und ein lustiger Bub, der braucht oft ein paar Schuhe, ein trauriger Nord, der braucht selten ein paar. Schwarzmoor wirst die meisten Leute freut, weil unsere zwei Wirtshäuser, die sind ja rauchfrei.
unsere Raufe, die hält trotzdem hier zusammen. Sie stängelt vor dem Wirtshaus auf einen Treppel beinand. Singer hab ich Kinder und schön, Singer hab mich gefreut und jetzt hampen meine Kinder hin, singst du Faustkreuz. Ja, mein Vater hat das Haus verkauft und die Kuh auch, jetzt geht's über den Kursburg los, Halleluja. Der Vater hat gesagt, es wird heu aber drum. Hab Unrecht verstanden, hab's kein wieder schlumm. Jemand wird so aus der Kirche weiß, die nur noch ein Tor. Da möchte ich gleich vorher sein, sind wir noch die Ohren. Und wenn's die Endl schwanger ist, dann hätt der Bub Schuld. Und wenn's Gassel nicht bucken tut, kommt's auch nicht zu. Und's die Endl ist schwanger und weiß gar nicht vor wen. Den Nachbarn haben sie einen Großbuch, jetzt schiebt sie es auf den. Und auf unser Kirchel am Altengrün, da sind wir stolz. Und bei einem Besuch, da musst du aufpassen, dass du nicht da stürzt. Und bei Billach ursprungen wegen der Tafel, da war gar nichts dabei. So gingen halt die Leute ja ganz ahnungslos vorbei. Ja, futter der Freier, warm auf die Nacht, so hat der Vater gemacht. Fort auf die Nacht, haben wir eine Freie, so machen sie mir. Ja, Stirndl hat Fisch beim Bach, hat nix, da wischt man danach, oder schlecht's geht ein Traum, beißt keiner Raum. Jetzt hab ich's halt gesungen, ich stank's zu nicht an, aber jetzt möchte ich halt wissen, was der nächste alles kann. Florian Gruber. Gibt's einen riesen Applaus, so wie er für jeden Gstanzer Sänger. Und der Windhoek Hermann ist der Nächste und ein Auftrittsapplaus für den Hermann.
Ja, der Wutzelbold ist ein Zöllner und er tut die Leute recht segieren. Ja, in der Bibel, da steht's auch schon. Da steht's auch schon. Ja, wenn's den Schwarzen wo brennt, ja, da bloßen's Trara. Und in 14 Tagen drauf ist dann die Feuerwehr schon da. Dass die Feuerwehr gut ausgerüstet ist in Schwarzenburg, ja, das glaub ich schon. Aber... Na, so was einfach. Und der Gamsiger Bernhard ist da, ist keins ja eh. Und her schaut der Groder so wie der heilige Bartholome. Der Höfinger Hans sagt, es ist so furchtbar schön auf der Welt, weil als Nationalrat, da hab ich ja eh so viel Geld. Ja, und dann der Bürgermeister, der sagt, ich tue, was ich will und ich tue, was ich mag. Nur eins ist, dass ich vorher mein Eier noch halt frag. Und das Dirndl hat Mauker und der Bauer hat den Strauker. Sie kratzt und der... Es kratzt und er bis so jetzt war verdrust. Den Hermann ein riesen Applaus. Wir machen einen kleinen Wechsel dann. Und weil der Hermann schon gesungen hat, ich bin ein Zöllner, möchte ich auch was zurücksingen. Ja, wenn ich einmal nicht mehr arbeiten kann, fange ich als Landwirt an, lohne mich beim Milchbangalau, krieg auch einen schönen Lau. Über das Mikrofon von der Musik, ich hoffe, das funktioniert besser, beziehungsweise über den Stanzelsänger 10, und zwar dahinter irgendwo hockt der Wegener August. Herr Wegener August, wo ist er? Und der nächste ist der Wegener Josef. Wo ist der Wegener Josef? Der, nein, jetzt nicht zurückziehen, lieber Josef, du hast gerade gesagt, du möchtest noch ein paar Stanzelsänger und die musst du unbedingt anbringen. Wo ist der Sepp? Der Sepp soll rauskommen und der August kommt auch raus natürlich. So, und jetzt gehen wir weiter mit dem Stanzelsänger. Bald, nimm das mit dem Hand, damit ich nicht schwer. Also der nächste Kandidat ist da. Die Kandidatin. Ich bin der Traum, der Schwarzenbockerin war.
schwarzen Tempels und hab ich viel Lachen. Hätte mich gern gefreut, denn die Zwölfchen zum Klassen, das damals mit Beil. Monika Soher. Die Monika Soher, auch mutig und gute Gstanzl. Und der nächste Kandidat auf der Bühne, das ist jetzt der Kändler Josef, der Kändler Sepp. Und gibt es, glaube ich, einen Riesenauftrittsapplaus. Für die Schwarzenburger zu hören, für die Mal und die Jungen und für die alten Schirren. Ja, der Herr Bürgermeister war Schwarzenburg, ist ein kreuzbraver Mann. Er tut, was er muss und trinkt, was er kann. Ja, da oben auf der Höhe steht ein Gams und der Reh und der Jupp wird dabei ohne Pulver und Blei. Ja, in Hochmark seid ihr geht, der oben bin Schwarf hin und her. Der Schwarf kann das nicht, weil der Tag ist ein viel schwer. Ja, in der Wiesen sind der Heischreck, auf einmal ist stark. Weiß, wo der Tag
Grover Florian in Schellogmar. Ja, da vorne lebt die Kirchen, da müssen die Tieren. Und die Ministranten, die Spitzbuben wollen's auch schon probieren. Ja, ich weiß nicht, ich hab mit der Arbeit kein Freund, weil ich grad mit der Arbeit verscheißt man viel Zeit. Ja, der Herr Nationalrat ist ein Jäger, ja, ganz ein Vertrauter. Er geht euch aus mit der Pix, aber heim bringt er nix. Ja, die Gruppe Hertha, Pochbe, die Kröpfe, ja, wer die Wieschau zahlen, ja, da werden sie recht schön softe und brennen sie nicht an. Da ist heute mein Krampe, ja und was wird das Leben? Der Florian hat gesagt, sie hat ins Heim frieren, auf den Scherben nicht stehen. Draußen beim Bock, wo sie die Bams so schön bieren, da raffen zwei Glotzkipp, das Tor schön mal dumm fliehen. Ja, jetzt hab ich ein bisschen gesungen, jetzt hör ich wieder auf, jetzt kriegt ihr gern wissen, wo der andere hat drauf. Der Kändler Josef. Jetzt haben wir einige Gestanzler gehört. Riesenapplaus für den Kändler Josef. Für den Sepp. Und die Jury hat natürlich jetzt wieder viel Arbeit, da ein bisschen auswerten. Und wir machen noch eine kurze kleine Runde im Publikum. Und da können wir vielleicht schauen, ob wir ein paar Stegreif-Gestanzler im Publikum haben. Der Wegerer Gust oder der Wegerer Sepp oder die Bugel, Gerti, Sand, der Seelampolt. Vielleicht trauen sie ein paar, eins oder zwei. Die Helga. Und wenn dann die Runde durch ist, wird die Jury auswerten. Dann werden die Schöpfe-Burmen mal anspülen und dann so nach einer halben Stunde circa werden wir dann ein Finale singen. Und beim Finale sind aber dann nur mehr, glaube ich, vier dabei. Dann machen wir mehr. Machen wir mehr. Machen wir auch. Das wird die Jury entscheiden. Und vielleicht hören wir von Hans auch noch ein Gestanzel. Hans, hast du ein Gestanzel für uns? Na, gib her. Na, an wieder heraus, such uns wieder voraus. Jetzt täte ich schon interessieren, wie schaut's zwei Nachten aus? Ich schwarze noch ein Schnee. In Schwarzenbach ist schön, in Schwarzenbach ist fern,
Drum denkt ihr bei meinem ganzen Urlaub nur in Schwarzenburg sein. Schwarzenburg ist eine schöne Burg, das ist ganz gewiss. Der Bürgermeister ist ein fleißiger Mann, weil es halt so ist. Vor Schwarzenburg ist fast schon ein Stort, sind die einzigen im Bilderstall, was ein Rothaus bloß rot. Vor Schwarzenburg gibt's viel Gold, das ist ganz gewiss, und sonst die Wurzel vom Irrtumgold, weil es halt so ist. Ist ganz gewiss, ist der Chef vom ganzen Abschnitt, weil es halt so ist. Wer dort halt gern Schaffer, dort gern kommandieren, dann stehen sie ganz dran und quadratieren. Wirklich gute Leute, kommt, geht die Sirene, stehen alle schon bereit. Danke, Gerd, für deinen Gestanzlers. Gehen wir da mal eine Runde. Mal schauen. Wer da noch Gestanzlers hingekommen hat, da sind ein Haufen Jungen. So, die Dame, eine berühmte Person aus Büsel-Schwarzenburg, die Frau Helga Wegerer. Bitte, Helga. Andi, los mal doch in der Ruhe, weil ich kann nicht singen, ich werde lieber zu. Sehr gut, Helga, sehr gut. Sechs hat die Operste. Wir haben noch Freiwillige, Mina, die Mina oder Fuchssteiner, Hermine. Ich tue da nichts, ich tue da nichts, such der Knecht zu der Tieren. Und in einem Monat drauf liegt der kleine Tue da nichts in der Wien. So, jetzt bin ich angekommen bei den Musikanten und beim Luisbohr. Ah, alte Jungfrau und der Kuhfleisch, wenn's das eine hängst in den Rach, kannst du so lang söker, bleibt alle Weiz ab. Für den Luisbohr haben wir auch gestanzelt. Ich brauch kein Antibiotika, kein Penicillin. Ich is beim Luisbohr beim Musterigen an Schweinsbraten, da ist eh alles drin.
für die Bugelgärte haben wir auch eins. Gegrüßet seist du Maria, der Herr ist mit dir. Gegärtel käm zu, heut lieg ich mit zu dir. Für die Helga haben wir noch eins, weil der Seeland bald hat gesagt, wir sollen ein bisschen härtere Gestanzel dazu nehmen. Was ist der Vier? Und die Helga hat gesagt, ja, dann sing halt über mich was. Die Helga hat schöne Tutel und ein Pixel, das tropft. Jetzt braucht's den Sepp, der was ihr das stopft. So, das war jetzt der Grickel Christoph, der Schiedsrichter. Und Christoph, magst du das nochmal singen? Wir haben es ein bisschen zu früh, hast du uns angefangen. Also, wir passen auf. Christoph Grickel. Aus Fußballer bin ich scheiße, aus Fußballer bin ich schlecht. Und aus Schiene komm ich nur noch so zurück. Zicki-Zacki, Zicki-Zacki! Für den Christoph, Zicki-Zacki, Zicki-Zacki! Die Denkerin denkt gerade noch. Ja, wenn ich auf die Nacht heimkomm, nix sagen brauch ich. Nur grüß dich, gut alte, das andere sagt sie. Das war die Dora Ingrid. Der Seelenpult hat auch was. Was sagst denn du? Ja, meine liebe Leidl, ich tue mich nicht ziehen. Ich möchte jetzt ein paar Gestanzel für euch jetzt probieren. Die nimmer will und der Bau nimmer kann, dann ruft heute halt die beiden in Viechdoktor an. Hallo der Idio, hallo der O, hallo der Idio, was sagst denn du? Aber die Endl, wo hast du denn, dass es nicht find? Hast du zweit vorn oder hast du zweit hint? Hallo, der Idio, was sagst denn du? Ich hab's nicht zweit vorn und ich hab's nicht zweit hin. Ich hab's nur beim Hofner, weil's alle ein bisschen rennt. Nichts mehr.
meine Gstanzl waren hart und jetzt hör ich halt auf. Und jetzt, liebe Musikanten, spielt's jetzt noch einen drauf. Seeland Leopold, Zugabe, Draufgabe, Jo Enzion Schulkraut. Die Zitter hat den Bull aufs Nudel gehaut, er hat er aufs Pixel prakt, das geht intakt. Hollo da rit, ja hollo da ro. Spülbichler Hermann ist dann der Nächste. Mein Schatzl heißt Karl, der Papeter Lall, und der Zwischel, das kommt, das ins Lallen rennt. Spüb ich ja Hermann. Also wir sagen einmal in der ersten Runde danke und es gibt dann die Schöpfeburm. Der Lukas und ich spielen noch einen durch, dann die Schöpfeburm und dann haben wir ein Finale und das Finale werden dann glaube ich nur mehr vier Gstanzl-Singer, die ins Finale gekommen sind, bestreiten und die Jury hat jetzt da ein bisschen Arbeit und auf geht's mit dem Rainer Marsch. Erste Serie. Applaus für Andi. Jetzt bin ich aber schon extrem nervös gerade, weil ich weiß überhaupt nicht, was ich singen soll. Ein altes Fuss hat einen alten Rauf, ein alter Mann hat einen alten Schwarf, ein altes Weih hat ein altes Loh, aber Fegeln tanzt du. Ja, die Menschen sind furchtbar schön, von den Füßen bis zum Hals. Und der gottverdammte Schell, der verhaut wieder alles. Und
Und der Giegelgogel hat ein Mensch gehabt und der Gogelgiegel auch. Sagt der Giegelgogel zu einem Gogelgiegel, Giegelgogel, du die Beine auch. Mein Dirndl heißt Frieda, die ist allweil rechts wieder. Aber wenn ich sie gescheit tue, dann gibt Frieda a Ruhe. Eins hab ich noch. Ja, Mensch, wenn's Mausen willst, dann müsst's uns was sagen. Weil wir sind Mauser, die Antoninger und wir müssen ja auch von was leben. Also wissen. So, danke schön. Yes. Ja, meistens Unterfurter und vor der Feuerwehr der saure Wei und die vielen blöden Gstanzel, das müsste wirklich alles nicht sein. Also jetzt haben wir das Finale. Danke an Andi, dass er uns da jetzt auch noch mehr ein wenig strenger nicht gesungen hat. Und wir haben jetzt von den drei Finalisten nochmal, wo wir für jeden ein wenig was hören und anfangen tut. Wer traut sich als erstes? Der Kendler Sipp. Josef Kendler, er fängt an. Und wie gesagt, wir sind im Finale und es geht jetzt um den Sieg beim Gstanzl Singer in Schwarzenbach zum Feuerwehrfest 2018. Und Riesenapplaus brauchen wir natürlich bei den Finalisten und los geht's, Sepp Kendler. Mein Vater hat gesagt, ich soll besser hausen, soll die Katzen da schießen und selber mausen. Ja, dass das Busseln so haarig macht, das ist ja meine nicht wahr. Weil sonst hat, hätt ja mein Weib das Gesicht voller Haar. Ja, der Buselbult ist ein schöner Mann und wenn er so bleibt, da stimmt man ihn gern, dass er Pfegel vertreibt. Geh Dirndl, sei nicht zwider, geh Dirndl, sei nicht fad, geh los mit mal hinter Tuchert, kriegst dir ein Schokolad. Der Kendler Sepp hat was vorgelegt. Wollt, dass da, oder sagen wir, einen Riesenapplaus für den Kendler Sepp. Und die Gruber Hertha, Kulturreferentin in Schwarzenbach, und die Hertha ist bereit. Du bist
der liebs Bier, weil ich hab die so gern. Ich reiß mich jetzt zusammen, weil es muss ich narrisch gekannt werden. Das ist ein begreizbraver Mann. Er ist ein Taffizi und tut, wo es er kann. Die Hertha Gruber! Wo sind die Fans von der Hertha Gruber? Und der Sundleitons ist jetzt im Finale wieder einer, der was natürlich für Überraschungen sorgt. Einen Applaus braucht man mit einem kräftigen Weibernseil für den Sundleitons. Viele Standfall sind gesungen, mir fällt nichts mehr ein. Aber wisse der Lira, das war ganz schön. Wunderbar, mit dem Kind. Und am Bier der Schnitzerin, weil der Wüppuch auch schwül sich mit Schneewasser füllt, bleibt der Bier der Stammschau, mit sie auch der Glauhaar. Ja, da fängt heute die Jahreszeit an, bleibt der Bier der Stammschau, mit sie auch der Glauhaar. Ja, da fängt heute die Jahreszeit an. Nur in der Nacht riecht es her, mein alten Rucksack ganz quer. Da fragst du mich, mein Hund, ob er mitjagen kann. Komm nur langsam auf die Höhe, leg den Steig nur für Schnee. Und es schmeckt mir der Schnaps in der Höhe. Komm nur langsam auf die Höhe, leg den Steig nur der Schnee. Und es schmeckt mir der Schnaps in der Höhe. Schau einmal den kleinen Hau, wie er rumdanzen kann, wie er rudelt und müll. Seine Hageln aufstöhn, wie er fort, wie er fort, seine Schwingen aus Brot. Ja, da tut er mir zum Schießen vor's Lohr. Wie er fort, wie er fort, seine Schwingen aus Brot. Ja, da tut er mir zum Schießen vor's Lohr. Und gleich hinter da dir sitz ich drin in mein Schirm, wann der Tag auch versteigt, sich die Nacht langsam neigt. Schau ein Weg die lang zu, bis es quer auf der Tour, und mein Schuss bricht die heilige Ruhe. Schau er mich die Laum zu, bis es quer auf der Tour, und mein Schuss bricht die heilige Ruhe. Ja. Wunderbar, der Sonnleitons mit einem wirklich ein wunderschönen Lied. Und das sind versteckte Talente, aber wenn man mit dem Sundleitons Jahrgang geht
und einmal eingehört. Kann natürlich sein, dass da gesungen und gejubelt wird und so schöne Lieder dann von Hans kommen. Ja, wir haben im Finale jetzt wirklich eine ganz enge Entscheidung wahrscheinlich zu erwarten. Die Jury mit Dr. Bernhard Gamsjäger, Gerhard Hackner, die Elfriede Höfler, der Johann Höfinger und der Herr Bürgermeister werden jetzt auswerten. Vielleicht können wir in Andi Ganos noch die letzten zwei Gestanzerl auslocken. Nein, hier. Die Jury werden nicht aus. Wir hören das gleich. Lucky, spielst du uns ein Pult? Wir machen noch ein paar Gestanzerl, bis die Jury ausgewertet hat. Und ich sage einmal so, ich glaube, es hat euch ganz gut gefallen und soll es nächstes Jahr wieder ein Feierfest geben. Werden wir wahrscheinlich wieder so einen Gestanzelsänger machen und hoffen, dass ein Haufen Leute kommen. Ich glaube, das ist eine kulturelle Geschichte, das was da passt, im Bilagtal ganz besonders passt, in Schwarzenbach, wo ja die Wiki ist. Und bald du fängst an mit dem Gestanzel, ich singe noch was drauf und dann werden wir einfach aufhören zu machen, oder? Wie schaut das aus? Jo, wer nicht liebt Bier, Schnaps und fremde Weiber, der wird nie ein Jager, sondern der bleibt der Treiber. Wenn eine Frau ist kein Lüstler, wenn der Letzte geht nieder, sie nimmt alles auf und gibt's umgekehrt wieder. Was hab ich noch bitte? Das gilt für meine Frau auch. Du, wieder kommt. Das hat ein Jungs einmal gesungen, das Gestanzel bei einer Hochzeit. Ja, wenn ich einmal heirat, dann heirat ich in Linz, weil's mir eh so alle miteinander am Bugeljobe rutschen könnt. Wie gesagt, das nächste Gestanzel, das gilt ein wenig für meine Frau, für die Regina. Schauen wir mal, ob es was wird. Trotzdem bleiben wir zusammen und das ist wohl gescheit. Denn so richtig gestritten, das ist ja nur zu zweit. So, das war's. Heute darfst du Tiere machen. Dankeschön. Und vielleicht sehen wir uns nächstes Jahr wieder beim zweiten Bilagtaler Gestanzelsänger. Ich danke euch für euren Besuch und bleibt noch ein paar Stunden da. Dankeschön. Und das letzte Gestanzel, das ist auch eins, was der Andi Albi seiner Frau singt. Und da singt er: Mein Herz ist klein, meine Gedanken sind schmutzig. Ja, Regina, ist denn das nicht gar so putzig? Also, Applaus für den Andreas Ganaus, für die Feuerwehr in Schwarzenbach. Will und Herbert, das Team. Und Dankeschön. War das Gestanzelsänger. Und jetzt zum Finale noch die Siegerehrung. Und die Jury, glaube ich, hat eine Entscheidung getroffen. Und wir werden die Jury bitten, der dann nochmal auf die Bühne. Wieder ein Gestanzel. Vielleicht hat der Bernhard ein Gestanzel für uns. Der soll uns mitteilen. Bernhard, du teilst uns die Auswertung mit. Mit einem Gestanzel. Der Bernhard bringt uns ein Gestanzel. Sehr geehrte Damen und Herren,
Gestatten Sie, dass ich meiner Cousine, der Hoseltragerin, ein Gestanzer singe, weil die hat heute Geburtstag. Wo ist sie? Traudi, steh auf! Da aufstehen! Ich wünsche dir zum Geburtstag viel Glück und viel Segen und ich wünsche, dass dein Herzen und gut wird das gehen. Danke dir, Bernhard, und als kleines Geschenk, das du mitgemacht hast, ein Badetuch der Gemeinde Schwarzenbach, natürlich gesponsert von unserem Herrn Bürgermeister, so wie er die Preise gesponsert hat. Danke auch schon an die Gemeinde und Bernhard, danke nochmals für deine Mitarbeit. Dankeschön. Und wir gratulieren zum dritten Platz. Hertha Gruber! Zwei. Der Sohnlein Hans, Stumpen Johann. Und der Sieger vom Gstanzlsinger 2018 in Schwarzenbach an der Pila, Kendler Josef. Kendler Josef. Und da gibt es jetzt noch ein Erinnerungsfoto, ein Siegerfoto und wir sagen somit, es war wirklich ganz, ganz ein besonderes Gstanzlsinger, gute Ideen, gute Gstanzl und schöne Lieder von Wetter Sonnenkanz und wir wünschen noch schöne Stunden mit dem Schiffbefuhren, mit der Feuerwehr in Schwarzenbach und die Disco, alles Rotgang für euch offen. Was sagst du denn da?